Das war einer der Marke Backenflat-Ära. Möchtest du einen anderen hören? Ja. Das war einer der Marke Lustig. Frag mich doch mal nach einem Knattermann. Oder sag zufällig. Zufällig. Das war einer der Marke Anstrengend. Möchtest du noch ein Furzgeräusch hören? Nein. Okay. Sag einfach abbrechen, wenn es dir reicht, oder sag zufällig, wenn ich noch ein bisschen weiter knattern soll. Abbrechen. Alles klar. Und damit herzlich willkommen zum Nintendo Spielestudio. Ja, ich finde, dass dieser Furzgenerator, den Amazon Echo hier einprogrammiert hat in A. definitiv das Niveau auf ein neues Level hebt von meinen Videos. Ich finde, wir waren bisher zu seriös. Wir müssen das Niveau ein bisschen weiter runterbekommen, so wie es früher gewesen ist. Wir müssen wieder back to the roots mit dem Nintendo Spielestudio und richtig schön abgeknatterte Niveau-Sätze bringen. Und Niveau-Spiele vor allen Dingen. Wir spielen jetzt Golf. Vielleicht ist das knatterbedürftig. Was haben wir hier denn? Spiele viermal. Golf über die für die Belohnung. Für die Belohnung. Okay, also, wenn wir viermal Golf spielen, kriegen wir eine Belohnung. Ich freue mich. Okay, das Golf in der Art und Weise kannten wir ja schon tatsächlich von einem anderen Spiel, vom letzten Mal, glaube ich, ne? Oder? Nein, nein, nein. Sterbe ich da eigentlich auch? Nee. Nur der Ball stirbt. Ich will wissen, was ich für eine Belohnung kriege. Deswegen spiele ich natürlich sehr, sehr gerne hier Golf. Vielleicht immer den Ball immer so ein kleines bisschen stoppen. Wie gesagt, wenn ich da selber reingehen darf in das Rote, dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Wenn ich ins Rote nicht reingehen darf, dann wird es extrem scheiße. Oh Gott. Tatsächlich finde ich das mit dem Golf aber gar nicht so schlecht, muss ich sagen. So ein Golfspiel könnte ich mir jetzt zum Beispiel öfters vorstellen. Das hat natürlich mit dem eigentlichen Golf nichts zu tun, aber so ein großes Golfspiel in der Art und Weise mit richtig krassen Hindernissen und sowas, fände ich eigentlich ganz cool. Leute, das geht so nicht. Ihr dürft keine guten Spiele einsenden, wenn ich sage, dass das Niveau runter muss. Das ist zu gut, das darf nicht. Gut, ich meine, von meiner Rechtschreibung her finde ich gut, natürlich, da haben wir das Niveau erreicht. Okay, das ist das Niveau, was ich haben will. Oh Gott, Mann, das schaffe ich nicht. Oh mein Gott, der Ball geht weg. Okay, das war wahrscheinlich die Nummer 1, ne? Ich habe halt mit den schwierigeren angefangen. Ja, es wird eigentlich immer schwieriger auf der rechten Seite. Ich habe halt mit den leichten, die leichten jetzt zum Schluss gemacht. Ja, ich fand es tatsächlich zu einfach. Ansonsten, die Idee war cool. Das Design ist sogar ganz niedlich hier von wegen mit dem Blümchen und so. Ich finde das Design eigentlich ganz cool. Aber, wie gesagt, es war ein bisschen zu einfach. Ich hätte es mir ein bisschen herausfordernder gewünscht. So, was ist die Belohnung? Nichts. Alexa, Applaus für mich. Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Was? Du weißt nicht, wie Applaus geht, Alexa? Alexa, klatsch mal bitte. Ja. Das war jetzt meine Belohnung. Das war ja keine Belohnung. Das war einfach nur Puff. Niklas Pro. Ich fand's eigentlich ganz süß. Tatsächlich. Ich würde dir jetzt auch einen Stern geben. Es passt, er hat ja alles gepasst. Vom Design her hat's gepasst und so. Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad war jetzt nicht ganz so hoch. Ist ja aber nicht das Schlimmere oder so. Andere Leute finden das jetzt wieder angemessen. Deswegen würde ich das niemals als Ausschlusskriterium für eine schlechtere Wertung geben oder so. Ich würde dann sagen, gut, der eine mag es halt ein bisschen schwieriger, der andere nicht so. Deswegen ist das jetzt nicht schlimm. Ich hätte es mir nur halt ein bisschen schwieriger gewünscht, ich persönlich. Aber ansonsten, gut gemacht. Fand ich süß. Fand ich nett. War ein nettes kleines Golfspiel. Gut. Danke für die Einsendung. Jetzt gibt's Epic Mickey. Morality Test. Ich bin mal gespannt. Mickey. Kennt ihr den noch? Mickey Maus?
Den kennt man heutzutage doch kaum noch, oder? Ach, schon wieder so. Welcome, ohne E. Willkommen to the Epic Mickey Morality Test. This'll be used for a game I'll be working on. Cinna Medallion, Paint Medallion. Press Y to start over. Press X to end the game. So, hier kann ich Start Over machen. Ja, ich habe etwas Grünes gesammelt. This is the Cinna Medallion. It'll play ominous music. Wip. Huch, ich falle da gleich runter. Kann ich eigentlich auch Oh, ich habe Y gedrückt. Ich wollte gerade sagen, kann ich eigentlich auch schlagen? Warte mal. X darf ich auch nicht. To end the game. X to end the game. This is the paint medallion. I'll play joyful music. Die Fallanimation von Mickey ist irgendwie das Anspruchsvollste an diesem Gameplay, kann das sein? Okay, es ist ein Test gewesen. Sagen wir es, wie es ist, ne? Warpstar 92, es ist ein Test. Der Test ist durchgefallen, kann ich das so sagen? Nee, ich weiß nicht, was das... Also klar... Ich denke mal, hier wurde tatsächlich irgendwas geprüft, warum es in den Favoriten ist bei den Spielen. Es ist immer noch in den Favoriten. Ich habe vorhin gerade ein paar Spiele wieder runtergeladen. Warum das in den Favoriten war, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Vom Designtechnischen her ist Mickey natürlich schön designt und so. Und ich glaube, das könnte vielleicht sogar was werden. Grundsätzlich ist das jetzt aber auf jeden Fall erstmal nicht spielwürdig, meiner Meinung nach. Sowas muss man, glaube ich, noch nicht spielen. Das ist vielleicht ein persönlicher Test, um rauszufinden, ob es funktioniert. Aber warum das in den Charts ist, warum das alle viel spielen wollen, wahrscheinlich nur wegen, weil Mickey Mouse drauf ist, ne? Ja, hat nicht für mich nicht ganz einen Stern verdient, okay? So, dann wieder ein Spiel von euch, und zwar, hier ist Donkey Kong Menü und Donkey Kong das Spiel. Die beiden gehören zusammen, und da gucke ich mal gerne rein, ins Donkey Kong Menü. Gurke baut nach. Höchstpunktzahl der letzten Runde 0. Donkey Kong. Start oder in Bearbeitung? Also ich bin gerne in Bearbeitung, deswegen klicke ich da jetzt drauf. Ah, Mist, geht nicht. Ich drücke auf Start. Ach du Scheiße, kann ich springen? Ja, ne? Ja, gut. Oh, oh. Ja, klar! Wie schnell kommt denn dieses Fass? Hä? Jetzt bescheuert? Warte mal, ich bleib mal hier stehen, absichtlich. So. Ich bleib jetzt hier stehen, absichtlich. Ja, okay. Oh, Alter. Oh, schnell hoch da. Oh Gott, oh. Pff, oh, Alter. Das ist ja sau schwer. Du kannst es gar nicht. Ich glaube, du kannst gar nicht so schnell... dass du im letzten Moment hochspringst, das geht gar nicht. Das erste Fass musst du tatsächlich hier irgendwo hier abpassen. Ja, und das nächste... So schnell komme ich doch gar nicht vor. Wie schnell kommt Donkey Kong denn, Mann? Beziehungsweise sein Fass... Was ist das für ein Fass? Das schaffe ich nicht. Ich bin so doof dafür. Ihr kennt mich. Jetzt hier hoch. Und hier... Oh nein, nein! Och Mann, du musst ja permanent springen. Ich glaube, das mit den Fässern hätte es ein bisschen humaner machen können. Ein kleines bisschen humaner. Und ein bisschen mehr Platz vielleicht, weil ich kann ja kaum springen. So und... Alter. Man kann ja noch... Okay, vom Niveau her, ich wollte ja das Niveau senken. Ich würde mal sagen, wir können das Niveau ja auch senken, indem ich jetzt anfange zu fluchen, wenn ich es nicht schaffe, oder? Oh Gott, hoch da! Nein, nein, nein! Alter, was hab ich denn da? Oh. Alter, was hab ich da? Was war das? Das war ein Item, oder? Oh Gott, schnell, Peach! Ich hab's geschafft! Gurke, ich hab's geschafft! Ich wollte gerade fluchen. Ich wollte das Niveau wieder senken. Ich wollte fluchen.
Höchstpunktzahl 1900 Punkte. War das, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Das müsst ihr entscheiden. Okay, es war ein interessantes Spiel. Ich würde tatsächlich sogar dem Spiel... Würde ich tatsächlich sogar... Eigentlich auch einen Stern geben. Es war eigentlich gut durchdacht. Was du bedenken musst, ist... Es wurde nicht Peach in Donkey Kong... In dem Original Donkey Kong gerettet, sondern Pauline. Pauline hat keine blonden Haare. Das ist das, was mich jetzt total getriggert hat. Ich muss den Stern wieder aberkennen. Das ist nicht Pauline, das ist Peach, das geht nicht. Fängt zwar mit P an, ist aber was ganz anderes. Auline und Each. Du hörst ja schon vom Wortlaut her, das passt nicht. Nein, komm, du kriegst natürlich einen Stern. War alles gut. Wie gesagt, war ein bisschen unfair manchmal an manchen Stellen. Man musste, vielleicht muss ich einfach auch nur reinkommen. Ganz am Ende habe ich es ja irgendwie geschafft. Aber die ersten paar Male bin ich total abgekackt und weiß nicht. Gut, die Spiele waren ja auch schon ein bisschen Frustrationsgrad hoch 1000, ne? Früher. Von dem her, ich habe sie halt nie gespielt, aber ich kann mir vorstellen, dass sie schon so ähnlich waren. Deswegen alles richtig gemacht. Designtechnisch war es eh super, außer wie gesagt Pauline. Hätte sein müssen, ne, und so. Aber die Donkey Kong war cool designt, Peach eigentlich auch, Mario und die ganze Stage eigentlich, war eigentlich ganz cool. Doch, hat eigentlich einen deutlichen Stern gekriegt. Danke. Gut, wie wäre es jetzt mit, nochmal Donkey Kong? Nein, komm, machen wir mal The Factory. Mal gucken, was dabei rauskommt. Press A to pick up items, hold B to run. You can run for a little bit before you need to rest. Ich kann ein Item picken mit A. Oh Gott. Hat hier jemand geblutet? Vielleicht hat doch jemand nur seinen Tampon vergessen. Ja, Leute. Das ist jetzt nicht schlimm oder so, dass ich das jetzt sage. Das kann ja mal passieren. Hier sind viele Türen. Ach, ich kann Items ja abpicken mit A, ne? Das sollte ich vielleicht mal machen. Geht nur nicht. Hä? Ich kann nichts tun. Warum liegen hier überall Schuhe rum? Oder was sind das? Sind das Schuhe? Ist ja The Factory. Das heißt, ich kann hier vielleicht irgendwas herstellen. Ach komm, ich folge einfach mal den Fußspuren, okay? In einem Fahrstuhl. Okay. Hallo? Oh, jetzt krieg ich gerade echt Gänsehaut. Find. Guten Tag. Find and place 3 fuses in the fuse box to fix the elevator. Kann der Typ, der mir hier rumläuft, mir helfen? Der scheint offensichtlich nichts Vernünftiges zu machen, außer zu laufen. Okay, ich find mal was. Uah, da kommt der Feind. Tschüss. Ach, der dreht nur seine Runden wahrscheinlich die ganze Zeit, ne? Kann ich das jetzt picken? Ich kann das nicht abpicken. Pickup mit A hieß es doch. Ich hab's gerade versucht. Hat er mich jetzt runtergeschmissen? Wir dürfen uns von dem nicht erwischen lassen. Das Problem ist, ich kann ja gar nichts abpicken. Pickup mit A. Ich picke gerne. Aber wenn der Knopf nicht will, dann kann ich nichts machen. So, nochmal. Haha, ich kenne dich. Du hast gerade eben schon mich genervt. Du bist überhaupt kein böser Gegner. Kommt er jetzt nochmal von da? Ja, guck mal hier. Ich renne ihm einfach hinterher, okay? Hier, ich kann ja mit B rennen. Ach so, warte mal. Ich gehe mal dahin. Da rennt er ja nicht lang, oder? Ah, jetzt hier. Jetzt konnte ich abpicken. Okay, jetzt habe ich einen Fuse gefunden. Uah, jetzt kommt er wieder. Ja, wir müssen wahrscheinlich immer wieder ausweichen. Ah, hier, guck. Jetzt habe ich einen Fuse. Da
Da vorne war auf jeden Fall auch noch ein Fuse. Hier. So. Ach, da kommt er wieder. Ah, schnell, 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 weg. Oh. Alter, okay. Ich bin gerade noch in Sicherheit gegangen. Rechtzeitig. Komm, hier noch Fuse. Jetzt kriege ich es hin, oder? Komm. Ich warte kurz, bis er wieder vor uns vorbeigerannt ist. Dann kann ich die einsetzen und dann sollte es passen, oder? Ich glaube, der Horror in dem Spiel ist, die ganze Zeit jemanden zu sehen, der Sport macht und selbst festzustellen, dass man total unsportlich ist. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Tschüss! So. Jetzt habe ich den Elevator gefixt. Ach du Scheiße, das hält. Das war's? Ja. You beat the game. Willst du mich verarschen? Pikmin 79. Ich bin unschlüssig. Grundsätzlich gesehen fand ich es eigentlich ganz cool. Vor allem die Idee mit dem rumrennenden Typen, vor dem man ausweichen musste und trotzdem die Sachen sammeln musste. Die Sachen waren aber quasi auf dem Präsentierteller. Es war sehr, sehr offensichtlich, wo man die Sachen haben musste. Das mit dem Abpicken war meine... Also mit dem Aufheben war total meine Schuld. Ich habe es halt erstmal nicht richtig gepeilt. Das ist also, das mache ich jetzt kein irgendwie groß Negativwertung daraus. Ein bisschen gruselig war es halt schon, aber designtechnisch war es auch ganz cool, gerade am Anfang, der Anfangsbereich, wo man dann nur ganz kurz gewesen ist, also da, wo man gespawnt ist, der sah richtig schön düster und interessant aus. Und generell, komm, es gibt einen Stern, weil es eigentlich ganz cool war. Ich hätte es mir aber noch irgendwie ein bisschen herausfordernder gewünscht. Dass der Typ zum Beispiel mit jedem... Oh, das wäre eine gute Idee gewesen. Mit jedem Fuse, den du aufsammelst, wird der Typ schneller. Das wäre eine coole Idee gewesen. Vielleicht ist er das auch gewesen. Ich habe es noch nicht gemerkt oder sowas. Aber ich fand es ein kleines bisschen zu einfach. Aber es hat trotzdem einen Stern verdient, weil es halt einfach... Ich denke, du hast das Level... Also da viel Mühe reingesteckt. Ich fand es eigentlich ganz cool. So. Wie wäre es jetzt mit Sesamstraßen-Fighters-Demo? Die habe ich schon seit Ewigkeiten hier drauf. Ich traue mich nur nicht zu spielen, weil Elmo einen auf die Fresse geben ist jetzt nicht unbedingt gerade das Sinnvollste, oder? Jump B? Was? Elmo Abilities Punch mit R? Elmo! Elmo haut dir auf die Fresse! Elmo wütend! Kick mit L? Elmo tritt gern Ärsche! Fly mit Y? Elmo! Kann ich nicht schlagen? Elmo! Elmo macht ein Krümelmonster im Arsch! Wie heißt denn das Krümelmonster eigentlich im Original? Super! Ach, guck mal, ich kann den auch steuern. Guck mal hier. Ich steuere den Gegner. Also das kannst du vielleicht zu zweit spielen. Was? Hold Y? Zeigt dir jetzt zwei Mittelfinger? Elmo Agro! Ach, guck mal hier, das ist die Dings hier, ne? Ein Keks. Elmo fliegt weg. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Und wenn ich jetzt runterfalle? Puh, es gibt keinen Fallschaden, okay. Gut zu wissen. Wo ist jetzt mein Gegner? Ach da, ups. Okay, das ist nicht gut. Ich sag mal so, das könnte wahrscheinlich grundsätzlich für Together Spiel interessant sein. 2JMT. Ich fand, es war halt irgendwie lustig vom Design her, wegen Elmo und dem Krümelmonster, ne? Aber mehr war es halt leider auch nicht. Man hat ja auch nicht wirklich Kampf gesehen. Ich habe versucht, meinen Gegner zu schlagen. Es hat nicht ganz geklappt. Man hätte jetzt, glaube ich, auch keinen Gewinner hier sehen können oder irgendwie so. Oder vielleicht habe ich es auch nur falsch gemacht. Ich fand, für den Witz war es mir jetzt kein Stern wert. Ich fand es dafür ein kleines bisschen zu...
popelig. Kann man das so sagen? Alexa? Lach mal. Natürlich kann ich lachen. Ha, ha, ha. So, jetzt hat jemand über dein Spiel gelacht, weil es so toll war. Entschuldigung, ich bin manchmal ein Arschloch, ne? Aber ich wollte das Niveau senken, habe ich gesagt. Habe ich es heute geschafft? Ihr dürft es mitentscheiden, indem ihr einfach eine Bewertung abgebt. Positiv, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt. Dann sehr, sehr gerne. Ihr dürft natürlich auch gerne wieder Spiele einschicken, die ich spielen soll und über die ich mich lustig machen darf, beziehungsweise die ich kritisch beäugen darf. Heute war ein bisschen durchwachsen. Gut, das Donkey Kong war, glaube ich, so ein bisschen das Highlight. Das Donkey Kong und Golf war eigentlich auch ganz cool. Doch, wir hatten unsere Momente heute. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal beim Spielestudio oder bei was anderem. Tschüss.